Jo, servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Quick Tips. Und heute geht's um den Experience Obelisk und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, sondern beginnen gleich. Was ist der Experience Obelisk? Das ist sozusagen wie eine Bank, auf der man halt nicht Geld hinterlegen kann, sondern XP. Das Ganze wird durch Ender.io hinzugefügt, das heißt, ihr müsst Ender.io in eurem Modpack oder in eurem Spiel, also halt einfach installiert haben. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Crafting-Rezept, falls ihr das wissen wollt, bitte einfach selber nachschauen. Sollte eigentlich überall dabei sein, die Mod, wo man einfach so die Crafting-Rezepte nachschauen kann. Und zwar den Experience Obelisk. Wie verwendet man das ganze Ding jetzt? Man macht einfach einen Rechtsklick drauf und sieht man da hier so ein Inventar sozusagen. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel von mir ein Level speichern, aber wie man sieht, wird da hier ein Level weniger als ein, also unten, dieses Level unten ist weniger als da hier ein ganzes Level. Und das liegt ganz einfach daran, dass das erste Level, das man kriegt, also das allererste Level, ist einfach, braucht weniger XP um das 35. Level. Man braucht zum Beispiel für das erste Level, keine Ahnung, sagen wir 10 Experience-Punkte und für das 35. dann aber 1000. Und deswegen ist es so, dass dann, wenn ich jetzt ein Level raufgebe, wird es nicht zu einem Level. Das Ganze funktioniert aber auch umgekehrt. Wenn ich mir da hier jetzt 10 Level hole, dann sehen wir, werden es da oben nicht 10 Level weniger, sondern halt nur das. Die Experience, die es für die ersten 10 Level braucht. Das ist ganz einfach, ich kann halt auch wieder die 10 Level drauf tun. Und ja, das ist im Prinzip die Mod, also das, was der Experience Obelisk kann. Ich kann meine XP speichern, damit wenn ich sterbe, sie nicht verloren sind. Und man kann aber auch automatisch Experience sozusagen farmen lassen. Wenn man nämlich irgendwie Bottle of Enchantings herstellen lassen kann, kann man die zum Beispiel über einen Dispenser werfen lassen und dann über sowas wie den Absorption Hopper oder einen Vakuumhopper auffangen lassen. Der kann nämlich Fluids einfach auffangen und der wandelt dann die XP, die runtergeworfen werden, zu Fluids um. Und dieser Experience Obelisk kann eben diese XP-Fluids, also die XP-Flüssigkeit, annehmen. Und so kann man zum Beispiel automatisch dann das in Level umwandeln lassen, die man sich dann einfach immer geben kann, wenn man da Lust drauf hat. Jetzt sehen wir da hier, können wir 36 Level nehmen und können die da hier rein tun, dann haben wir schon 47. Und ja, das war es im Prinzip zum Experience Obelisk. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es dir einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da oder schreibt mir noch lieber Kritik in die Kommentare. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Es kommen alle 7 Tage 2 Quick Tipps. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Ciao.